Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich, heiße Sie herzlich willkommen hier zu unserer Online-Veranstaltung um 6 im Kreis 5. Diesmal nicht wirklich im Kreis 5, sondern im virtuellen Raum. Aber in Gedanken sind wir alle heute im Toni-Areal bei der ZHAW Soziale Arbeit und freuen uns, dass wir heute für unseren Vortrag hier einen oder für unseren Anlass einen prominenten Partner gewinnen konnten, eine prominente Partnerinstitution, nämlich den heutigen Anlass, das heutige um 6 im Kreis 5, führen wir die ZHAW Soziale Arbeit gemeinsam durch mit dem Berufsverband Avenir Social der Region Zürich und Schaffhausen. Das Spannende am heutigen Anlass ist nämlich, dass sich dieser Anlass einreiht in verschiedene Veranstaltungen des Berufsverbandes Soziale Arbeit, also Avenir Social der Region Zürich und Schaffhausen. Denn dieser Verband oder diese Region begeht in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum. Und vor diesem Hintergrund läuft die heutige Veranstaltung auch unter dem Titel als Opener, als Eröffnungsveranstaltung zu diesen zahlreichen oder mehreren Anlässen, die dazu gemacht werden: 100 Jahre organisierte soziale Arbeit in Zürich. Und ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass auch Gäste heute hier sind und möchte Ihnen gerne ganz kurz einen Blick auf das Programm geben und auf die Gäste. Vorher möchte ich aber mich vorstellen. Mein Name ist Martin Biebricher. Ich bin hier an der ZHAW Dozent für Theorien und Methoden der sozialen Arbeit. So steht es in meiner Anstellungsverfügung. Vereinfacht gesagt, heißt das, ich beschäftige mich mit Fragen, was ist eigentlich soziale Arbeit und wenn ja, wie machen wir das? Heute bin ich hier in der Rolle als Moderator eingeladen worden oder gebeten worden vom Vorbereitungsteam und werde Sie versuchen, ein bisschen durch den Abend zu führen. Und das Programm des heutigen Abends wird folgendermaßen sein. Jetzt sehe ich gerade die Präsentation nicht mehr, aber die wird sicherlich jeden Moment wieder erscheinen. Da ist sie wieder. Das Programm des Abends wird sein, dass wir etwas hören werden, einen historischen Rückblick über 100 Jahre Berufsverband. Wir werden etwas hören über die letzten nicht 25 bis 30, sondern die letzten 40 Jahre der Professionalisierung sozialer Arbeit. Und wir werden mit Gästen ins Gespräch kommen. Wer sind die Gäste des heutigen Abends? Zunächst darf ich begrüßen Rita Habecker, Co-Präsidentin Avenir Social für die Region Zürich und Schaffhausen. Sie wird gleich ein Grußwort sprechen und Sie auch seitens unserer Partnerinstitution begrüßen. Am Anschluss an Rita Habecker wird Elisabeth Fischbacher-Schrobildgen einen Vortrag halten oder Sie mitnehmen ein bisschen in die historische Reise 100 Jahre Berufsverband in der Region Zürich-Schaffhausen, beziehungsweise die sozialpolitische Situation von der Gründungszeit bis heute. Und daran anschließend wird meine Kollegin Manuela Keppeli von der ZHAW mit einem Input zur Frage der Professionalisierung der sozialen Arbeit aus der Sicht von Expertinnen und Experten in den letzten 40 Jahren. Außerdem heute auf dem Podium sind Stefan Büscher. Er ist Mitarbeiter, Geschäftsleiter bei Avenir Social beim Gesamtverband, des Gesamtschweizerischen Berufsverband Soziale Arbeit und meine Kollegin Nadja Ramsauer von der ZHAW, die sich sehr stark historisch forschend als Dozentin und Forscherin hier an der ZHAW sehr stark mit historischen Fragen sozialer Arbeit auseinandergesetzt hat. Ja. Das ist so ein bisschen das Programm. Am Ende der beiden Vorträge erwartet Sie eine Podiumsdiskussion und im Anschluss daran ein virtueller Apéro. Dazu sicherlich mehr zum späteren Zeitpunkt. Ich will mich jetzt ein bisschen zurücknehmen und gerne das Wort an Rita Habecker übergeben, die Sie auch seitens unserer Partnerinstitution heute hier begrüßt. Ja, vielen Dank, Martin Biebricher, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sehr geehrte Dozierende und Studierende, liebe ZHAW und Interessierte, ich freue mich sehr, Sie heute hier um 6 im Kreis 5 im Namen von Avenir Social, Berufsverband Soziale Arbeit Schweiz, hier in der ZHAW begrüßen zu dürfen im virtuellen Raum. Ich bin Rita Habecker, Co-Präsidentin der Region Zürich und Schaffhausen von Avenir Social, wo ich seit 16 Jahren aktiv tätig und engagiert bin.
Seit Ende 2019 bereitet sich unsere Fachkommission Berufs- und Sozialpolitik auf dieses Jubiläum 100 Jahre organisierte soziale Arbeit Zürich vor. Ich bin auch Mitglied der Fachkommission. Besonders freut es mich und uns, dass wir den ersten Anlass in einer Reihe zusammen mit der ZKW hier und heute begehen können. Im Namen unseres Vorstandes bedanken wir uns bei allen Beteiligten, insbesondere unserer Fachkommission sowie der ZKW, für die tolle Zusammenarbeit. Wir feiern das Jahr, das Jubiläumsjahr in drei Schritten. Zunächst heute Abend. Der zweite Schritt und das große Fest findet am 11. September. Reservieren Sie sich das Datum. Am 11. September am Nachmittag auf dem Helvetiaplatz und am Abend im Kanzleistadt. Wir informieren zeitnah auf unserer Webseite noch darüber. Der letzte Schritt als Ausklang des Jubeljahrs findet im Herbst voraussichtlich auch wieder in Zusammenarbeit mit der ZKW statt, und zwar zum World Social Work Day, der im Zeichen Ubuntu «Ich bin, weil wir sind» stattfindet, was, wie ich finde, so hervorragend zu unserem Jubeljahr und zu unserem Motto «Soziale Arbeit in allen Farben» passt. Nochmals herzlichen Dank allen Beteiligten, insbesondere Elisabeth Fischbacher. Sie ist über 50 Jahre aktives Mitglied von Avenir Social. Franz Schönbechler, Michel Adjambo und Tobias Rosen für die tollen Vorbereitungen. Und ich freue mich jetzt zusammen mit Ihnen allen darauf, Elisabeth Fischbacher und allen anderen zum Jubiläum und nicht zu vergessen auch zu 50 Jahren Frauenstimmrecht nachfolgend zu hören. Damit gebe ich gerne zurück an Martin Biebricher. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Habecker. Ich will da gar nicht lange daran anschließen, sondern jetzt gleich Frau Elisabeth Fischbacher-Schrobildgen die Bühne öffnen. Vielleicht nur noch einen Hinweis. Neben Ihnen sind 77 andere Teilnehmer gerade online. Das heißt, wir haben ein volles Haus. Wenn wir jetzt in einem Hörsaal wären, würde wirklich je nach Hörsaalgröße fast jeder Platz besetzt sein. Und insofern freue ich mich, dass da zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer da sind. Und noch ein kleiner Hinweis. Ich habe den Newsletter RunOrb für Zürcherinnen und Zürcher und solche, die es werden wollen, abonniert. Und da war heute ganz prominent auch diese Veranstaltung. Das heißt, es scheint auch eine gewisse Öffentlichkeit zu interessieren und anzulocken. Insofern schön sind Sie da. Und jetzt gerne Elisabeth Fischbacher-Schrobildgen mit ihrem Vortrag zu 100 Jahren, zur Entwicklung des Berufsverbandes 100 Jahre von 100 Jahren bis heute. Frau Fischbacher-Schrobildgen, bitte. Vielen Dank, Martin Biebricher. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe mich außerordentlich gefreut über die Einladung, in 15 Minuten über 100 Jahre Berufsverband Zürich zu sprechen. Rita hat es gesagt, ich bin die Hälfte dieser Zeit Mitglied des Verbandes und nach wie vor aktiv in der Fachkommission Internationales des Gesamtverbandes. Allerdings muss ich sagen, es begann zu kribbeln, als mir klar wurde, dass da viele, viele Geschichten zu erzählen wären. In den 100 Jahren haben Tausende zu dem beigetragen, was bis heute erreicht wurde. Da können viel zu viele nicht genannt, nicht gewürdigt werden, und ich bitte Sie alle um Nachsicht. Vielleicht muss ich mich noch kurz vorstellen. Ich habe in den 80er Jahren beim Berufsverband im Zentralsekretariat in Bern gearbeitet. Nachher war ich Leiterin des Sozialdienstes der Multiplen Sklerose-Gesellschaft und nachher die Geschäftsleiterin von Fragile Suisse. Und heute bin ich Präsidentin eines Austauschprogrammes weltweit. Und da mache ich jetzt nicht gerade direkt Werbung, aber ein anderes Mal. Damit komme ich zu 1921. 1921 war meine Großmutter mütterlicherseits, Rosa hieß sie, 37, Mutter von 9 Kindern. Und 5 Jahre später war das Dutzend voll. Mein Großvater war Sticker, 40, und kaum noch beschäftigt als solcher.
Er ertrank 1931 bei einem Hochwasser und das Wichtigste für die Familie war es, nicht von der Gemeinde abhängig zu werden. Meine Großmutter väterlicherseits, Babette, Bäuerin, brachte mit 34 ihr fünftes Kind zur Welt und 6 Jahre später folgte das letzte. Dazwischen erlitt das vierte Kind eine schwere Polio. Es wäre niemandem in den Sinn gekommen, dieses vierte Kind in ein Heim zu geben. Meine Großmütter lebten auf dem Land. In der Stadt lebten Frauen, im Wesentlichen bürgerliche Frauen, die ganz andere Alltagssorgen hatten. Sie fanden es sinnlos, Deckchen zu besticken, wenn die Nöte vieler Menschen in ihrer weiteren Umgebung regelrecht schreiend wurden. Die damalige Fürsorgearbeit in den Gemeinden wurde bestimmt durch die Armenpflege- und Vormundschaftsbehörden. Die jungen Mittel- und Oberschichtfrauen wollten weder bei der Armenpflege noch in kirchlichen Gremien mitmachen. Sie wollten auch nicht als Hilfskraft nur Ausführende von Behördenaufträgen sein, sondern waren offen für andere Ideen im Umgang mit Hilfsbedürftigen und sie wollten etwas tun für ihre eigene berufliche und persönliche Befindlichkeit und Zukunft. 1921 fand in Bern auch der 2. Schweizerische Frauenkongress statt. Frauenrechte, Frauenbildung und die Organisation von Frauen waren die Themen. Die Zürcherinnen waren die ersten, die diesen Aufforderungen folgten. Sie taten sich zusammen zur Vereinigung der Fürsorgerinnen Zürichs. Emmy Bloch, seit Jahren voll engagiert in sozialen Frauen- und Berufsbildungsfragen, übernahm die Leitung der Vereinigung. Deren Hauptaufgabe war es, Fortbildungen zu organisieren und diese waren thematisch sehr breit angelegt. Das doppelte Mandat, die Überlastung der Fürsorgerinnen, Anstellungsnormen, Social Casework, Wirtschaftspolitik und vieles andere waren ihre Themen. An 6 Abenden und einer Besichtigung pro Jahr, mehr lag nicht drin. Ähnliche Organisationen wie in Zürich entwickelten sich in Basel, Bern, Genf. Es gab eine Schweizerische Vereinigung katholischer Sozialarbeiterinnen, den Verband Schweizer Volksdienst und die ehemaligen Vereinigungen der sozialen Frauenschulen. Am 1. April 1933 gründeten diese Vereinigungen den Schweizerischen Zusammenschluss der Vereine der Sozialarbeiterinnen und bezweckten damit, ich zitiere, die berufliche Fortbildung, eine engere Fühlungnahme von Vereinen und Einzelnen, die berufliche Stellung der Sozialarbeiterin. Ich gehe davon aus, dass es sich darum handelte, eine Anerkennung zu bekommen und die Situation zu verbessern. Und viertens wollte der Zusammenschluss die ihm angeschlossenen Vereine im Internationalen Verband der Sozialarbeiter vertreten. Zitat Ende. All das leisteten sie tatkräftig, unter anderem auf der Grundlage einer Diplomarbeit aus Zürich über die Berufslage der Fürsorgerin. 1941 gab es erstmals gesamtschweizerische Anstellungsrichtlinien für Sozialarbeiterinnen. Und daneben entstanden Zusammenschlüsse von Spitalfürsorgerinnen, Fabrikfürsorgerinnen, Gemeindehelferinnen und weitere Gruppen mit Sonderinteressen. 25 Jahre später, 1946, war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Ein großer Teil Europas litt unter schweren Kriegsfolgen und doch war eine Aufbruchsstimmung spürbar. Die Frauen des losen Zusammenschlusses mussten sich entscheiden. Entweder würden eine Menge kleiner Spezialgruppen, örtlich und fachlich, entstehen oder man musste Strukturen schaffen, die es erlaubten, die speziellen Interessen unter dem gleichen Dach zu verfolgen. Es gelang. 1946 wurde ein Verein gemäß Artikel 60 ZGB, wie heute, geschaffen, die Schweizerische Vereinigung Sozialarbeitender. Die Bezeichnung ermöglichte, auch Männer aufzunehmen. Es gab bei 1800 Mitgliedern in 11 Vereinen viel zu tun. Das seit langem bestehende Zürcher Mitteilungsblatt konnte erweitert werden,
Man beschäftigte sich mit dem Berufsschutz, verfolgte die Arbeitsmarktsituation, setzte Standards für neue Ausbildungsstätten, deren Absolventen aufgenommen werden sollten, gab eine Schriftenreihe heraus, unter anderem eine Broschüre über den sozialen Beruf. Die Vereinigung erreichte, dass der Beruf des Sozialarbeiters in die Volkszählung 1960 aufgenommen wurde. Fort- und Weiterbildung waren ein Muss und Programme in den USA hoch im Kurs. Die Berufsfelder wurden ausgeweitet und die Mitarbeit in anderen Organisationen war hoch gefragt, in Vorständen der Schulen für soziale Arbeit und deren Arbeitsgemeinschaft, in der Landeskonferenz für Sozialwesen, in internationalen Gremien. Es wurde zu viel für Ehrenamtliche. Eine außerordentliche Delegiertenversammlung beschloss am 3. Dezember 1966 die Schaffung eines Zentralsekretariates und stellte Charlotte Jean-Richard als erste Zentralsekretärin an. Die Umstrukturierung des Berufsverbandes zog sich über 8 Jahre hin und hatte für die Zürcher Vereinigung die Konsequenz, dass sie zu einer Sektion der Schweizerischen Vereinigung wurde. 1971 gewährten die Schweizer Männer im x-ten Anlauf den Frauen das Frauenstimmrecht oder das Stimmrecht. Eine Selbstverständlichkeit, fand ich. Betznau 2 ging ans Netz. Die Zürcher Jugendunruhen, die Heimkampagne waren seit einigen Jahren aufrüttelnde Realität. Aber ich war an der Sotz in der Roten Villa, bei Braun Boveri im großen Praktikum. Bei der FESSA wehrten wir uns für mehr Mitbestimmung in der Ausbildung. Es war eine gute Zeit und die Praxis wartete auf uns. Mit den neuen Verbandsstrukturen ab 1967 war viel in Bewegung geraten. Neue Arbeitsmethoden und politische Änderungen wurden heiß diskutiert. Ein Normalarbeitsvertrag für Heimerzieher entwickelt, was dann auch klar machte, dass die Berufsentwicklung in der offenen Sozialarbeit anders verlief als im geschlossenen Bereich, im Heimwesen. Ein erster Berufskodex wurde verabschiedet und eine breit angelegte Untersuchung der Arbeitssituation von Sozialarbeitern durch die ETH zeigte auf, dass der Beruf mit jenem von Sekundarlehrern zu vergleichen war. Damit wurde das Ansehen der Sozialarbeit erheblich gesteigert. Zürich war und blieb bis 2018 die größte Region des Berufsverbandes. In ihrem Mitteilungsblatt 2 1996 ist eine Zusammenfassung ihrer damals 75-jährigen Geschichte enthalten. Personalien, berufliche und sozialpolitische Entwicklungen, Engagements, Erfolge und Misserfolge sind darin ziemlich detailliert und sehr spannend festgehalten. Zürich bearbeitet bis heute alle kantonalen Belange eigenständig, aber diese Aufzeichnungen von 1996 machen klar, wie eng die Geschichte der Sektion, heute Region Zürich, mit derjenigen des Schweizerischen Berufsverbandes verbunden ist. Zürich hat sehr viel zur Entwicklung des Schweizerischen Verbandes beigetragen, ihre Sicht der Geschäfte vehement vertreten. Die Zusammenarbeit mit der Schule für soziale Arbeit, wie sie damals hieß, war über viele Jahre hinweg konstant, eng und sehr fruchtbar. Deren Mitarbeiterinnen wie Paula Lothmar oder Silvia Staub-Bernasconi haben viel zur Berufsentwicklung beigetragen. Umgekehrt hat Zürich profitiert von den Arbeiten in anderen Regionen. Denken wir an Ruth Brack, der nicht nur der Berufskodex zu verdanken ist, sondern sehr vertiefte Auseinandersetzungen mit den Arbeitsmethoden in der sozialen Arbeit. Anfangs der 80er Jahre gab es viele Austritte aus dem Verband und es wurde schwieriger, Freiwillige zu finden. So schuf sich die Sektion Zürich 1985 ein eigenes Sekretariat und besetzte es mit Thomas Bachofen, einem jungen, engagierten Sozialpädagogen. Wir kommen schon zu 1996. In den 50 Jahren seit 1946 hatte sich Europa, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft stürmisch entwickelt und damit Sozialversicherungen,
das Bildungs-, Ausbildungswesen und natürlich das Sozialwesen. Die Ausbildungsstätten wurden auf Hochschulniveau angehoben und in den neuen Forschungsabteilungen werden endlich soziale Fragen von eigenen oder auch von eigenen Fachleuten untersucht. Der Berufsverband setzt sich mit neuen Problemen und Arbeitsgebieten auseinander, schloss sich 2005 mit Verbänden von Sozialpädagogen zusammen. Er analysiert und diskutiert sich verändernde Geschlechterrollen, Frauen in Führungspositionen, Selbsthilfe, Machtfragen im Betrieb und im Umgang mit Klienten, immer wieder das Menschenbild, die Lage von Armen, Rassismus, Digitalisierung, Medien. Die Liste der Probleme ist unendlich lang und breit und die Lösungsorientierung einerseits individualisiert und andererseits zunehmend politisch. 2021 ist die Welt wieder eine andere geworden. Wo der Berufsverband und insbesondere die Region Zürich heute stehen, finden Sie ganz leicht selbst heraus. www.avenirsocial.ch ist das Zauberwort. Oder ein Gespräch mit einer Vertreterin, einem Vertreter des Verbandes. Ich kann also zum Schluss kommen, nämlich warum mir der Berufsverband so viel bedeutet. In all den Jahren haben Namen, Bezeichnungen, Begriffe, Mitgliederkategorien, Verbandsstrukturen, die Integration von ähnlichen Berufsrichtungen und Allianzen, aber auch die Arbeitsmethoden in der sozialen Arbeit wurden immer wieder neuen Erfordernissen und Erkenntnissen angepasst. Und trotz allen Änderungen behielt der Berufsverband Kontinuität in seinen Themen und demokratischen Strukturen, arbeitete professionell, mit Herzblut und Verstand. Auch nach Krisen konnten neue Engagierte immer wieder auf den Leistungen früherer Generationen aufbauen. Für mich sind das Zeichen einer lebendigen, offenen, arbeits- und leistungsfähigen Organisation. Die Ziele, die die Fürsorgerinnen 1921 und 1933 festlegen, müssten eigentlich nur übersetzt werden. Dann gelten sie noch heute in Bezug auf Fort- und Weiterbildung, in Bezug auf Vernetzung heißt es heute, in Bezug auf internationale Zusammenarbeit und in Bezug auf die Stellung der Berufsträger. Hier ist allerdings zu vermerken, dass die Arbeitsbedingungen von Sozialarbeitern und Sozialpädagoginnen sich stark verbessert haben und die Berufsträger weitherum anerkannt werden. Und trotzdem, mit Corona haben sie sich für rund einen Drittel von ihnen recht verschlechtert. Dies vor allem, weil sie schon vorher ständig am Limit arbeiteten. Mit Corona wurde aber auch eines klar. Soziale Arbeit ist systemrelevant, ist der neue Ausdruck. Und das wäre dann ein eigenes Thema. Aber die Fürsorgerinnen von 1921 und 1933 haben nichts gesagt von politischem Engagement zur Verbesserung der Situation von Betroffenen, von Stellungnahmen und Gesetzesarbeit. Mit dem Frauenstimmrecht hat sich viel getan auf allen politischen Ebenen. Denken wir nur an Monika Stocker oder Katharina Prelitz-Huber und viele, viele andere. Oder an das Beispiel von 2019, als die Verschlechterung des bernischen Sozialhilfegesetzes von der Bevölkerung dank dem Einsatz des Berufsverbandes abgelehnt wurde und 2020 der Zürcher Regierungsrat auf die Totalverschlechterung des Sozialhilfegesetzes verzichtete. Der Berufsverband wird kämpferischer, vernetzter in Zürich, in der Schweiz. Erlauben Sie mir noch einen kleinen Werbespot. Die Mitarbeit im Berufsverband als Freiwillige war und ist regional, national und international immer auch eine Plattform für persönliche berufliche Entwicklung, für Lernschritte und Vernetzung. Die Zeiten werden nicht einfacher und die Mitarbeit von vielen ist notwendig, um uns über die alle nächsten Krisen zu bringen. Es gilt heute wie vor 100 Jahren, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Fischbacher-Schobildken, für den interessanten Vortrag und
den zeitlichen Überblick der letzten 100 Jahre in etwas mehr als 15 Minuten. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Wir werden sicherlich nachher in der Diskussionsrunde noch darauf zurückkommen. An der Stelle muss ich ein kleines Entschuldigung sagen. Offenbar hat da und dort etwas technisch nicht mit dem Zeigen der Präsentation geklappt. Woran das liegt, kann ich von hier aus nicht eruieren. Das werden wir nacherklären. Aber ich glaube, das hat der Qualität des Vortrags keinen Abbruch getan. Lassen Sie sich nicht verwirren von den Folien, die da mal aufgekommen sind und nicht aufgekommen sind. Insofern hoffen wir, dass das beim nächsten Vortrag jetzt besser klappt, technisch, aber ich glaube auch inhaltlich wird es sicherlich die gleiche Qualität haben. Insofern vielen Dank, Frau Schobildken, und ich leite über an Manuela Keppeli, die uns jetzt ins Jetzt mitnimmt, beziehungsweise einen kleinen Rückblick in die letzten 40 Jahre nimmt, mit Blick auf die Entwicklung der Professionalisierung der sozialen Arbeit aus der Sicht von Expertinnen und Experten. Manuela, ich gebe dir das Wort und du wirst sicherlich den korrekten Vortragstitel auch nochmal sagen. Bitte, Manuela Keppeli. Gut, vielen Dank. So, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem Referat und freue mich sehr, in diesem Rahmen mit einem Referat mitwirken zu können. Wie bereits gesagt, mein Name ist Manuela Keppeli. Ich bin Dozentin hier an der ZHAW Soziale Arbeit und schließe aktuell meine Promotion an der EAS und TU Dresden in sozialer Arbeit ab. Im Rahmen dieses Referates präsentiere ich Ihnen einen ganz kleinen Teil des explorativen Teils meiner Dissertation, wobei die Entwicklungen der sozialen Arbeit in der Deutschschweiz der letzten 40 Jahre im Fokus stehen und die Wahrnehmung und dessen Deutung näher betrachtet werden. Ziel ist es somit des Referats, Sie sehen es bereits im Titel, wir werfen zusammen einen Blick zurück, um gemeinsam nach vorne zu schauen. Wenn wir uns mit den Entwicklungen der sozialen Arbeit in den letzten 40 Jahren auseinandersetzen, beschäftigen wir uns automatisch auch mit der Professionalisierung der sozialen Arbeit. Dabei blicken wir auf vielfältige Professionalisierungsprozesse zurück, die auf unterschiedlichen Ebenen stattgefunden haben. Einerseits natürlich in der Praxis, aber auch auf der Ebene der Ausbildung und der Disziplinentwicklung. Grundsätzlich mit Blick auf die Statistik und auch ins Feld darf man selbstbewusst auch festhalten, die soziale Arbeit ist eine Erfolgsgeschichte. Schauen Sie mal quantitativ an. Ein enormes Wachstum ist zu vermerken in Bezug auf die Beschäftigten im sozialen Bereich. Mit Blick auf den Professionsdiskurs wird immer wieder auch kritisch festgehalten, dass eine auffällige Selbstthematisierung stattfindet. Immer wieder kreisen die Diskussionen rund um die Professionalisierung, um die Professionswürdigkeit der sozialen Arbeit. Da fällt mir auch immer dieses Beispiel meiner Vorlesung ein, die ich im Rahmen eines Moduls als Startvorlesung zum Thema Professionalisierung halte. Wenn ich den Titel sage, Professionalisierung, dann reagieren die Studierenden, ach nein, nicht schon wieder. Also Sie merken, das ist ein Thema, das auch im Studium nicht fehlt. Wenn wir über Professionalisierung sprechen, scheint es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass Professionalisierung ein Prozess darstellt. Ein Prozess, der nicht abgeschlossen gilt. Das heißt, eine wissenschaftlich fundierte Professionalität ist eben keine statisch und zeitunabhängige Komponente, sondern muss immer kontextualisiert werden. Dieser kurze Abriss oder diese kurze Ausgangslage macht deutlich, dass es eben bei der Auseinandersetzung mit der Professionalisierung der sozialen Arbeit den Blick zurück benötigt. Diesbezüglich wurden und werden in der Schweiz, in der Deutschschweiz auch unterschiedliche, vielfältige historische Aufarbeitungen der Professionsgeschichte geleistet, meist mit einem spezifischen Fokus.
Wenig, fast keine Empirie hingegen gibt es zu den übergeordneten Entwicklungen, aber insbesondere auch zu dessen Wahrnehmung, deren Wahrnehmung und Deutung. Aufgrund dessen habe ich mich mit diesen übergreifenden Entwicklungen und den Wahrnehmungen und Deutungen dieser Entwicklungen auseinandergesetzt. Das heißt, es steht nicht nur das Nachzeichnen der Entwicklungen bei mir im Fokus, sondern eben insbesondere diese Wahrnehmung und Deutung. Denn wie Wilhelm von Humboldt einmal festhielt, die Zeit ist nur ein luftleerer Raum, dem Gegebenheiten, Gedanken und Empfindungen erst den Inhalt geben. Aufgrund dessen führte ich im Rahmen einer explorativen Vorstudie in meiner Dissertation mit Experten und Expertinnen der Wissenschaft, Bildung und Forschung in der Deutschschweiz unterschiedlicher Alterskohorten Experteninterviews durch. Ich zeige hiermit Ihnen einen ganz kleinen Einblick in dieser kurzen Zeit in diese Ergebnisse. Denn die Ergebnisse sind vielfältig und ich möchte Ihnen einige wenige Gedanken diesbezüglich mitgeben. Die Expertinnen, Experten, die ich befragte, gehen insbesondere darauf ein, dass damals die Zeichen der Professionalisierung immer deutlicher wurden und die Internationalisierung eine sehr prägende Rolle spielte. Damals stand die Möglichkeit, mit Hilfe eines UNO-Stipendiates die soziale Arbeit in anderen Ländern kennenzulernen. Und in diesem Zusammenhang haben Dozentinnen einen prägenden Einfluss, insbesondere auch in der Ausbildung, denn sie nehmen unterschiedliche Ansätze und Konzepte aus dem Ausland mit in die Schweiz, beispielsweise das Case Management. Die 60er Jahre waren insbesondere gemäß den Experten und Expertinnen auch geprägt durch die Öffnung der Ausbildung und Tätigkeit für Männer, das zu einer Zunahme von Tätigen führte und mit dem Wunsch nach einer Aufwertung der Profession gemäß einer Expertin verbunden war. Männer stiegen jedoch nicht so sehr in die Arbeit, in direkte Arbeit mit Klienten und Klientinnen ein, sondern übernahmen mehr in der Ausbildung Schlüsselpositionen sowie im Bereich der Führung, was sich heute manchmal ebenso noch zeigt. 70er, 80er Jahren. Die soziale Arbeit in den 70er und 80er Jahren zeichnete sich für die befragten Experten und Expertinnen als aktive und gesellschaftskritische soziale Arbeit aus. Sie übernahmen eine gesellschaftskritische Rolle mit einem großen Engagement wahr. Dies war sicherlich im Kontext der damaligen 68er Bewegung zu sehen, obwohl auch in der Schweiz bekanntlicherweise der Einfluss nicht so sehr prägte wie in Deutschland. Dennoch wurden Konzepte vermehrt in der sozialen Arbeit kritisch in Frage gestellt. Sozialarbeitende verschafften sich öffentlich Gehör, sie empörten sich. Jedoch stand damals auch die soziale Arbeit unter dem Generalverdacht, da viele sie auch damals noch als verlängerter Arm des Bürgertums wahrgenommen haben. Die professionelle Arbeit damals war geprägt, eine Expertin sagte, von einem pädagogischen Optimismus, we can do it, und mit einem zum Teil auch etwas übersteigerten Selbstbewusstsein, so nützt nichts, so schadet nichts, dass die Arbeit auch beeinflusste. Eine Expertin berichtete, wir fühlten uns als Speerspitze der sozialen Arbeit, was auch auf jüngere Generationen beispielsweise im Rahmen der Ausbildung tradiert wurde. Dabei stand insbesondere der Kampf auch um Anerkennung im Fokus. Die soziale Arbeit wurde als Community wahrgenommen und mit einem gewissen Gruppengroove verbunden. Dies war beispielsweise auch durch äußerliche Merkmale stark geprägt, wie beispielsweise Kleidung, Stile, was zu einer zusätzlichen Identifikation führte. Ein Experte sagt diesbezüglich, es war eine ganz andere, neue Kultur. Ab den 90er, 2000er Jahren nehmen die Expertinnen und Experten nebst der Akademisierung eine eher ambivalente Entwicklung wahr.
wobei viele der befragten Expertinnen und Experten diesbezüglich eher auf defizitäre Entwicklungen hinweisen. Kritikpunkte sind kein gemeinsamer Kern, Basis, Lücke zwischen den benötigten und vorhandenen Kompetenzen, unklare Haltungen und so weiter. In den 90er Jahren wurden aber auch viele Erwartungen zuerst in die neoliberalen Bestrebungen gelegt, wie beispielsweise mehr Ressourcen, ein Globalbudget, Einsparungen auf Führungsebene, mehr Entscheidungsmöglichkeiten, freie Entscheidungsmöglichkeiten und so weiter. Diese Hoffnungen erfüllten sich gemäß den Experten und Expertinnen aber nicht, denn das Geld wurde knapp. Ab den 20er Jahren bis heute nehmen die Experten und Expertinnen insbesondere wahr, dass sich der Druck gesteigert hat. Druck aus der Politik, aber auch aus der Gesellschaft. Vermehrt kommen und kamen Qualitätsdiskussionen auf, wobei es zu Effizienz- und Effektivitätsfragen kam. Die Expertinnen und Experten sehen diese Entwicklungen sehr kritisch im Rahmen der Bürokratisierung. Sie führen insbesondere dabei die negativen Folgen auf, wie beispielsweise die Zerstörung von Fachwissen infolge von Systematisierung. Die soziale Arbeit wird von einem Experten gar als Opfer des Ökonomismus gesehen. Immer wieder wird in diesem Kontext darauf hingewiesen, die soziale Arbeit fehlt es heute wie auch früher an Organisationsmacht. Bei den zukünftigen Entwicklungen werden insbesondere gesellschaftspolitische Stimmungen, Entwicklungen als Herausforderungen gesehen. Beispielsweise auch der politische Diskurs, der sich immer mehr auch in der Schweiz polarisiert. Man denke gerade aktuell an die Diskussionen rund um die Corona-Maßnahmen. Aber auch das Thema der Digitalisierung, der demografische Wandel, die Feminisierung der Bildung sowie auch die vielfältigen zunehmenden Migrationsbewegungen werden von den Experten und Expertinnen als Chance, teilweise aber auch klar als Herausforderungen gesehen. Es ist Ihnen vielleicht aufgefallen, ab den 90er Jahren verändern sich die Wahrnehmungen, die Deutung dieser Entwicklungen der Expertinnen und Experten. Das ist keine Relevanzsetzung von mir. Das heißt, ab dann sind insbesondere auch eher die negativen, also Tendenzen einer negativen Entwicklungen hervorgehoben. Im Zusammenhang mit den Entwicklungen weisen die Experten und Expertinnen insbesondere auch auf die damit in Verbindung stehenden Veränderungsprozesse hin. Diese Veränderungsprozesse lassen sich auf drei Ebenen sehen. Einerseits auf der subjektbezogenen Ebene, wie beispielsweise die Berufswahlentscheidung hat sich verändert. Die steht sicherlich in enger Verbindung mit der grundsätzlichen Änderung der Bedeutung des Berufs im Kontext der Biografie. Nichtsdestotrotz standen früher insbesondere die Nächstenliebe und eine klare politische Überzeugung für eine Berufswahlentscheidung sozialer Arbeit im Fokus. Heute sind es konkrete Karriereüberlegungen, Jobgarantie, Aufstiegsmöglichkeiten, die entscheidend sind. Aber auch die Merkmale der jüngeren, der einsteigenden Sozialarbeitenden haben sich natürlich verändert. Sie sind und werden immer jünger. Früher gab es ein Mindestalter beispielsweise und viele absolvieren die soziale Arbeit heute als Erstausbildung, was früher nicht möglich war. Natürlich gibt es auch feldspezifische Veränderungen. Innerhalb der Praxis der Handlungsfelder ist nebst der Diversifizierung auch eine Hierarchisierung zwischen den Handlungsfeldern, aber eben auch innerhalb der Handlungsfelder zu beobachten. Auch die Lebenswelten der Adressaten und Adressatinnen haben sich verändert. Die Lebenssituationen und die damit einhergehenden Entscheidungen werden komplexer, sind komplexer geworden. Und man kann sehen, dass auch hier bei den Handlungsfeldern eine vermehrte Orientierung an Funktionen stattfindet.
Man ist nicht mehr primär Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin. Man ist Coach, man ist Berater, Beraterin, Expertin, Experte und so weiter. Natürlich gibt es auch übergreifende Veränderungen. Die Ausbildung hat sich natürlich grundlegend verändert, nicht nur im Sinne der Bologna-Reform und damit verbundenen Anhebung auf das EFA-Niveau, sondern bis in die 90er Jahre hatte die Ausbildung nebst dem Fachlichen insbesondere eine Sozialisierungsfunktion. Es ging darum, Identität zu stiften und ein Teil dieser Community zu werden. Diese drei Ebenen sind natürlich nicht getrennt zu beobachten und miteinander zu vergleichen, sondern sie beeinflussen und bedingen sich natürlich gegenseitig. Nun, ich komme auf die Ausgangslage meines Referates zurück und möchte darauf eingehen, inwiefern nun der Blick zurück genutzt werden kann, um eben nach vorne zu schauen. Also, welche Bedeutung hat dies für die Zukunft der sozialen Arbeit? Ich schließe mein Referat dabei nicht nur mit teilweisen Antworten ab, sondern ich möchte insbesondere mit Zukunftsfragen das Referat abschließen. Wir haben gesehen, es sind vielfältige Entwicklungen, auf welche wir zurückschauen können in der sozialen Arbeit. Wir haben dabei gesehen, dass bei den Wahrnehmungen und Deutungen der Expertinnen und Experten seit den 90er und 2000er Jahren eine gewisse Enttäuschung spürbar wird. Dabei stellt sich die Frage, weshalb es zu dieser Veränderung dieser Wahrnehmung gekommen ist. Also, inwiefern ist diese Enttäuschung eine Reaktion auf etwas? Spielen allenfalls auch persönliche Erlebnisse der Experten und Expertinnen eine Rolle, dass es zu dieser Einschätzung kommt? Beim Blick nach vorne gilt es natürlich auch zu fragen, inwiefern diese Enttäuschungen auf Jüngere, auf vielleicht zukünftige Sozialarbeitende tradiert werden. Sehen die unsere Studierenden in der ZHAW diese Entwicklungen auch eher defizitär? Die Ergebnisse zeigen aber natürlich auch eindrücklich die Kontextualität der Entwicklungen. Daher ist es zentral bei der Auseinandersetzung mit dem Selbstbild und Verständnis der sozialen Arbeit jeweils auch die expliziten Kontexte mit einzubeziehen. Aktuelle Studien wie beispielsweise die FANW zu der jetzigen Pandemiesituation sind wichtig und stellen daher eine dieser wichtigen Grundlagen dar, um eben auch solche neue Kontexte, wie wir sie heute haben, mit einbeziehen zu können. Die Ergebnisse machen des Weiteren die Rolle der Anerkennung nochmals deutlich. Die Anerkennungsstrukturen haben sich in den letzten 40 Jahren grundlegend, nicht nur in der sozialen Arbeit, verändert. Diese Veränderungen bewirken natürlich eben auch eine Neujustierung grundlegender Selbstverständnisse und eben auch eine Veränderung der Paradigmen der sozialen Arbeit, was mit einer Verschiebung organisationaler wie professionsspezifischer Anerkennungsstrukturen einhergeht. Es gilt daher zu fragen, wie sich dies bei den zukünftigen Sozialarbeitenden manifestieren wird. Es ist wichtig, die Ergebnisse der Expertinnen und Experten natürlich zu reflektieren. Erinnerungen werden immer aus der Gegenwart konstruiert. Das heißt, die Gegenwart basiert natürlich derweil auf der Verarbeitung der Vergangenheit. Es ist also ein reziproker Prozess, deren Wahrnehmung respektive Deutung eben immer zu kontextualisieren ist. Das heißt, die Wahrnehmung und Deutung der Geschichte sagt auch viel über die gegenwärtige soziale Arbeit als Profession aus. Im Hinblick auf die Enttäuschungen ist es daher wichtig zu fragen, welchen Einfluss diese eben auf die gegenwärtige nehmen. Besonders interessant erscheint mir in diesem Kontext auch den Blick in die aktuelle Professionsdebatte, in welchem
in welcher eine sichtbar kritische Einschätzung entgegenkommt. Ich erwähne hier beispielsweise den Diskurs im Rahmen der Zeitschrift der Schweizerischen Gesellschaft für soziale Arbeit, die soziale Arbeit in der Sackgasse. Das heißt nicht, dass diese Kritikpunkte nicht berechtigt sind. Erinnerungsprozesse aber finden immer stets in einem Spannungsverhältnis statt. Das heißt, in einem Spannungsverhältnis subjektiver Erfahrungen, wissenschaftlicher, objektiver Geschichte und kultureller Kommemoration. Sprich, Erinnerungen sind geformt und folgen dem Bedürfnis nach Identität und Sinnstiftung. Dies zeigt für mich auch in diesem Kontext den Spielraum auf. Also, welche Rolle allenfalls die Profession in dieser Hinsicht spielen könnte. Zuletzt gilt es für mich zu fragen, welche Impulse dabei die Ausbildung, die Profession und Disziplinentwicklung, aber eben auch ein Berufsverband wie Avenir Social einbringen kann, um die Erinnerungskultur in der sozialen Arbeit gewinnbringend zu nutzen, ohne die Vergangenheit zu verkennen und die Enttäuschungen aber auch nicht weiter zu tradieren. Ich danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Manuela Köppeli. Wenn du noch die Bildschirmteilung zurücknehmen könntest. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Manuela Köppeli, für den spannenden Einblick in die Wahrnehmung der Professionalisierungsprozesse der bei befragten Expertinnen und Experten in den letzten 40 Jahren. Zwei spannende Vorträge. Wir haben jetzt noch Zeit, auch ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Und da möchte ich Sie, meine Damen und Herren, auch gerne ermutigen. Sie haben es vielleicht schon gesehen im Chat. Kam vorhin die Nachricht, Fragen, Anregungen, Beiträge zur Diskussion sind Sie sehr, sehr herzlich eingeladen, die in der Chat-Funktion zu posten. Und ich werde sie dann vorlesen und auch in die Diskussion einbringen. Um die Diskussion so ein bisschen zu lancieren, möchte ich aber gleich meine vier Gäste auch ein bisschen in die Diskussion einbinden und vielleicht ein paar Fragen stellen, ausgehend von den Vorträgen. Und da beginne ich vielleicht einmal bei Frau Fischbacher-Schobildgen. In Ihrem spannenden Vortrag haben Sie ganz am Anfang deutlich gemacht, dass soziale Arbeit ein Projekt junger Mittel- und Oberschichtsfrauen ist. Und der zentrale Gedanke auch in der Entwicklung so dieses der Berufsverbandsüberlegungen eben das Thema der Anerkennung war. Wenn Sie mal schauen, wo sehen Sie das Thema heute, beziehungsweise auch als soziale Arbeit, als wessen Projekt würden Sie es sehen? Weil ja, ich denke, die Frage, sind wir mittel- und oberschichtsgeprägt in unserem Tun, auch durchaus aus einer kritischen Perspektive angeschaut werden kann, wenn wir auch beispielsweise auf das schauen, womit soziale Arbeit, eine Profession sozialer Arbeit, sich heute beschäftigt. So, vom Stand aus würde ich sagen, die Berufsträger sind eigentlich viel weniger mittel- und oberschichtsorientiert. Ich meine, es gibt eine viel bessere Durchmischung von Menschen aus sehr unterschiedlichen Situationen, die dann eben in der sozialen Arbeit gerade mit ihrer eigenen, zum Teil schwierigen Erfahrungen eben eher mitbestimmen können und andere Sichtweisen einbringen und andere Handlungsweisen auch einbringen können. Vielen Dank, Frau Fischbacher. Ich glaube, diese Frage der Durchmischung und Diversität, die nehmen wir gleich nochmal auf, wenn ich Herrn Büscher danach fragen möchte, im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung des Berufsverbandes oder wo der Berufsverband steht. Ich möchte einfach gern nochmal in der Reihenfolge der Diskutantinnen und Diskutanten dort auf Manuela Köppeli eingehen und dich fragen, Manuela, danke für deinen spannenden Vortrag, der ja in gewisser Weise, so sehe ich das, sehr schön auch an das anschließt, was Frau Fischbacher-Schobildgen berichtet hat, nämlich du hast ganz am Anfang gesagt, es geht um die Selbstvergewisserung als zentraler Gedanke, also von dem Wunsch nach Anerkennung. Es ist eigentlich nicht so weit zu dem Wunsch nach Selbstvergewisserung. Und so der Befund,
so ein bisschen deprimierend, soziale Arbeit fehle es an Organisationsmacht. Und das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ich mache gerne das biografisch auf. Ich bin in einem Sozialarbeiterhaushalt groß geworden. Mein Vater hat in den 60ern Sozialarbeit studiert. Ich dann in den frühen 90ern. In Deutschland ist ja die Fachhochschulentwicklung etwas früher gewesen. Und dieses Thema, ja, es fehlt uns an Organisationsmacht, das habe ich eigentlich mit der Muttermilch aufgesogen. Das war zu Hause schon ein Thema. Und wenn du dann diese Enttäuschung beschreibst, die heutigen Interviewpartnerinnen und Partner dir gesagt haben, ja, wir haben eigentlich nicht viel erreicht. Da frage ich mich, wo kommt das her? Weil empirisch, finde ich, lässt sich diese Enttäuschung schlecht halten, denn soziale Arbeit ist also eine Boombranche. Sie ist ausgebaut worden, sie hat sich immer weiterentwickelt. Wir sind als akademische Disziplin anerkannt. Wir haben einen Bachelor- und Master-Studiengänge. Wir haben die Möglichkeit, auch im Feld der sozialen Arbeit im weitesten Sinne Doktoratsthemen zu entwickeln. Wir haben Forschung. Also wo kommt diese Enttäuschung und dieser Wunsch nach Selbstvergewisserung und der Befund, es fehlt uns an Organisationsmacht, wo kommt das her? Hast du da eine These? Ja, also das sind die Fragen, die mich natürlich bei diesen Ergebnissen auch beschäftigen. Also im Sinne von, ich habe keine abschließende Antwort darauf. Auch meine Forschung haben diese Fragen erst nochmals auch explizit hervorgebracht. Das war mir jetzt am Anfang auch nicht so klar, dass das so auch erlebt und wahrgenommen wird. Ich denke aber auch, dass wir uns damit auseinandersetzen im Sinne von auch nutzen, um zu schauen, wie gehen wir damit um. Das war so auch mein Ziel des Referates, eher nach vorne zu schauen, also zu schauen, wie können wir diese Einschätzungen oder diese kritischen Einschätzungen auch nutzen. Eine abschließende Antwort, weshalb es zu diesen kritischen Einschätzungen kommt, das sind verschiedene Hypothesen dahinter. Eben wie ich schon gesagt habe, es hat sicherlich etwas zu tun, dass gewisse Strukturen, gewisse Entwicklungen, also Strukturen sich verändert haben, gewisse Entwicklungen auch zu beobachten sind. Veränderungen, das wissen wir alle, die werden nicht immer auch nur positiv gesehen. Es waren gewisse vielleicht auch mit Wünschen verbunden, persönliche Wünsche der Expertinnen, Experten, die vielleicht auch nicht in diesem Sinne aufgegangen sind. Also auch persönliche Erlebnisse spielen immer auch beim Erinnern und in der Wahrnehmung und Deutung natürlich eine Rolle. Also von diesem Standpunkt her, denke ich, ist es wichtig, diese immer auch zu kontextualisieren und nachher nochmals zu schauen, was ist genau in dieser Zeit auch zwischen den 70er, 80er und dann eben diese Entwicklungen auch, die fällt ja auch in diese Entwicklungen der Akademisierung beispielsweise mit hinein. Das finde ich sehr spannend, auch nochmals mitzudenken. Was hat das allenfalls dann auch mit einer Ausbildung zu tun? Also das sind, ich habe jetzt fast mehr Fragen als Antworten geliefert, aber genau. Fragen ist der beste Start für allen Diskurs, insofern genau. Vielen Dank für die Fragen. Ich gehe gerade weiter und sehe gerade, es gibt auch Fragen aus dem Kreis der Teilnehmenden, der Gäste. Ich möchte aber erst noch die Runde zu Ende machen und ziehe jetzt die Nadja Ramsauer vor, weil dann ist es schöner von der Choreografie der Fragen. Nadja, du beschäftigst dich sehr stark auch mit historischen Fragen sozialer Arbeit. Du forschst sehr stark historisch, namentlich beispielsweise auch als Mitglied der Bundesrätlichen Expertinnenkommission zur administrativen Versorgung. Und jetzt haben wir vorhin gehört, dass es auch um die Frage von Erinnerungskultur geht in der sozialen Arbeit, also eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Und wenn man eine kritische und auch selbstkritische Perspektive auf soziale Arbeit einnimmt, dann ist es vielleicht auch möglich, dass uns schmerzhafte Erinnerungen über unser Tun als Profession, als Disziplin helfen, uns weiterzuentwickeln und eine Erinnerungskultur zu pflegen. Wo siehst du vor dem Hintergrund auch deiner Forschung, namentlich im Bereich der administrativen Versorgung, vielleicht Ansätze für so eine schmerzhafte, aber die Entwicklung der sozialen Arbeit befördernde Erinnerungskultur? Ja, vielen Dank. Also wir haben ja jetzt
heute Abend. Also ich fand das sehr interessant, ja vor allem über die, ich sage jetzt mal, die Entwicklung an der Schule, im Berufsverband, auch über viel Theorieentwicklung gesprochen, die sehr vieles in einem progressiven, guten Sinne vorangebracht hat. Und wenn wir jetzt aber auf die Praxis schauen, dann können wir vielleicht auch diese kritischen Anmerkungen machen, die du jetzt erwähnst. Oder die Schweiz hatte diese administrative Versorgungen, Anstaltseinweisungen noch bis zu Beginn der 1980er Jahre. Und da spielten ganz bestimmt drei Faktoren eine ganz wichtige Rolle. Also die Schweiz war nach dem Krieg eine extrem wertkonservative Gesellschaft, die auch für, ich sage jetzt mal, die beiden Geschlechter sehr klare Rollenverteilungen vorsah, auch für die Jugend, die sich einfach einordnen sollte in diese arbeitstätige, umtriebige Schweiz, die einen enormen Konjunkturaufschwung erlebte. Und da hat es wenig Platz gehabt für Menschen, die von diesen Idealen abwichen. Auch die fehlende Sensibilität im rechtsstaatlichen Bereich war ein ganz wichtiger Faktor. Also diese fehlende, ich sag mal, Sensibilität gegenüber den Menschen und Grundrechten, die überhaupt diese Anstaltseinweisungen erst ermöglichten. Und schließlich spielte für die Praxis, das wäre mein dritter Punkt, der Föderalismus eben eine unglaublich zentrale Rolle. Oder das, was wir jetzt diskutiert haben, das fand natürlich sehr häufig auch in den Städten statt. Die Schweiz war aber auch sehr ländlich geprägt und da spielten eben Laienbehörden, wir haben über die Vormundschaftsbehörden schon gesprochen, eine enorm zentrale Rolle, die von Juristen im besten Fall geleitet wurden, manchmal aber auch einfach auch vielleicht aus einer angesehenen Person im Dorf. Und da hatten eben Sozialarbeiterinnen durchaus eben diese zudienende Rolle, die auch schon vorhin erwähnt wurde. Es vielleicht auch dieses Konzept der sozialen Mütterlichkeit wurde ihnen ein Stück weit auch zur Falle, weil sie stark davon ausgingen, ja, wir sind wichtig als Personen, aber nicht so sehr als theoriegebildete professionelle Sozialarbeiterinnen. Und das sind bestimmt alles Faktoren, die auch eben zu diesen Schattenseiten, würde ich sagen, beigetragen haben. Also einfach soziale Arbeit in der Praxis, die Hausbesuche abgestattet hat und damit enorm viel, sage ich jetzt mal so, zu diesem disziplinierenden Gestus, der sicher bis Ende der 60er Jahre in der Praxis ganz stark vorhanden war, beigetragen hat. Und all diese Aufbruchs Bewegungen, das haben wir gehört in den Referaten, das hat natürlich dann seit den 70er Jahren enorm viel wirklich zur Veränderung auch der Praxis beigetragen. Und das wäre natürlich schön, ich sage jetzt mal so im Anschluss an diese heutige Auftaktveranstaltung, da dann auch eben all diese Aktivistinnen und Aktivisten zu Wort kommen zu lassen, von denen vorhin auch gesprochen wurde. Ja, vielen Dank, Nadja. Letzte Frage, dann machen wir die Diskussion auf, denn ich sehe, es sind auch im Chat schon Fragen gekommen an Stefan Böscher von Avenir Social Gesamtverband. Jetzt sind ganz viele Punkte gekommen, die Ihnen wahrscheinlich unter den Nägel brennen. So ein paar Stichworte: Erinnerungskultur, Selbstvergewisserung, aber auch so die Erfahrung so der Anerkennung und der Enttäuschung, dass vielleicht Anerkennung doch nicht so kommt. Jetzt gab es gerade schon ein Stichwort von Frau Fischbacher-Schrobildgen im Hinblick auf die auch auf Zukunftsperspektiven, das Stichwort Diversität als eine Zukunftsperspektive, also mehr Diversität auch im Bereich derjenigen, die soziale Arbeit machen. Was wären für Sie Ansatzpunkte so für die zukünftige Entwicklung der Profession soziale Arbeit, aber auch für die zukünftige Entwicklung des Berufsverbandes, der beruflichen Selbstvergewisserung? Weil ich fände es jetzt sehr schade, mit diesem enttäuschenden Gedanken, wenn Sie uns mit diesem enttäuschenden Gedanken in die Zukunft entlassen wollen, denn ich hätte die Hoffnung, dass es da auch noch etwas anderes gibt. Ja, vielen Dank für die Frage. Auch herzlich willkommen von meiner Seite an alle Teilnehmenden. Es wurden ganz viele Fragen gestellt, die abendfüllend wären zu beantworten. Ich versuche es kurz und knapp zu halten. In Bezug zur Profession würde ich sagen, die Anerkennung der Professionalisierungsschub war da. Jedoch gibt es noch einiges zu tun. Im Wissen, dass rund 50% der im Sozialbereich tätige Personen noch über kein anerkanntes Diplom verfügen. Ich denke, da gibt es sicher noch einiges zu tun, auch seitens der Wahrnehmung der Gesellschaft, wie soziale Arbeit angesehen und wahrgenommen wird. Ebenso
die Reglementierung und der Titelschutz der sozialen Arbeit. Es braucht eigentlich ein nationales Berufsausübungsgesetz, so wie es die Psychologinnen haben. Das ist ein politischer Prozess, der dauert 15 Jahre bis 20 Jahre. Und da braucht es dann eben auch eine gewisse Organisationsmacht, die angesprochen wurde. Die Organisationsmacht unseres Verbandes war schichtlich gesehen noch nie so gut wie heute, aber wir haben noch ein Riesenpotenzial. Wir decken bei weitem nicht alle Personen mit einem tertiären Abschluss im Sozialbereich arbeiten ab, aber wir geben allen eine Stimme. Und wir verstehen soziale Arbeit als eine Menschenrechtsprofession und die Prinzipien der Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit sind für uns fundamental. Und auch aufgrund unseres Professions- und Berufsverständnisses haben wir auch einen Auftrag, uns fachlich begründet in politische Diskurse einzubringen. Und das wollen wir mehr denn je machen und zeigen auch einige Erfolge, wie jetzt in Bern mit der Verkehrt-Kampagne, wo doch ein Entscheid herbeigeführt werden konnte, der schweizweit Strahlungskraft hatte. Es wurde angetönt, Herr Fehr hat das Sozialhilfegesetz schubladisiert. Im Kanton Basel-Land läuft auch nicht mehr viel. Im Kanton Aargau ist es auch eher ruhig geworden, aber es gibt noch viel zu tun. Also ich finde, der Berufsverband muss Grundlagenarbeit leisten, wie im Bereich der Chronologie der Sozialhilfe, die wir erst gerade publiziert haben, und aus diesem heraus auf Grundlage des Berufskodexes dann auch fundierte Positionen schreiben, die über die Schulen dann auch an die Studierenden herangebracht werden. Es gibt also noch viel zu tun. Ich bin aber guten Mutes und auch mit der Reorganisation des Gesamtverbandes, wo wir dem Verband ein neues Kleid gegeben haben, ein neues Erscheinungsbild, das kommt positiv an. Und unser Anspruch an uns selbst, denke ich, sind wir recht gut nachgekommen, haben aber noch viel zu tun. Und wir freuen uns auf alles, was kommt, und sind auf alle, die sich engagieren, und auch die Mitarbeit auch im freiwilligen Engagement sehr, sehr wichtig, damit wir vorwärts kommen. Ja, vielen Dank. Ich sehe jetzt im Chat sind einige Fragen auch gekommen und Diskussionsbeiträge, die sich sehr schön, aber auch in gewisser Weise mit einem gewissen Pfeffer an das, was Sie gerade gesagt haben, anschließen. Sie haben erwähnt, 50% der im Sozialbereich Tätigen haben kein anerkanntes Diplom, haben das Thema Titelschutz und Berufsausübungsgesetz als Baustellen für den Berufsverband Soziale Arbeit. Da laufen Sie natürlich auch auf Seiten der Fachhochschulen gewisserweise offene Türen ein. Wenn wir aber eine kritische Perspektive einnehmen und nochmal daran denken, an die Frage soziale Arbeit als Projekt junger Mittel- und Oberschichtsfrauen oder Menschen aus der Mittel- und Oberschicht, ist natürlich die Hürde, das Diplom zu verlangen, eine Hürde, die noch mehr dem, man sagt so schön im Englischen, ein Closed Job herstellt. Und Frau Trisha Yang Chang, oder ich hoffe, ich spreche das richtig aus, fragt beispielsweise, wäre es auch möglich, Sozialarbeiterin zu werden, ohne eine FH-Ausbildung zu haben? Und für mich steckt da vielleicht auch die Frage darin, wie können wir denn Zugangsschwellen zur Ausbildung von sozialer Arbeit entwickeln oder herabsenken vor allem. Weiß nicht, Herr Böscher, wollen Sie sich dazu positionieren? Weil, wenn ich es richtig verstehe oder richtig im Kopf habe, der Berufsverband ja zumindest vor einiger Zeit auch Kampagnen gemacht hat, beispielsweise Männern, die jetzt nicht unbedingt eine Berufsperspektive sozialer Arbeit auf dem Schirm haben, unser Berufsbild schmackhaft zu machen. Was könnte man tun, um sozusagen die Hürde zur sozialen Arbeit zu senken, die Zugangshürde zu senken, ohne die Qualitätshürde abzusenken? Also das ist ja ein Spannungsfeld. Ja, danke für die Frage. Das ist eine sehr anspruchsvolle Frage. Grundsätzlich werden ja die Fachhochschulen über das Fachhochschulgesetz geregelt. Da braucht es eine Berufsmatura. Da kommen wir auch nicht herum. Es ist jedoch möglich, über die Bolognalisierung und über auch die Möglichkeit, auch mit einer Fachmann-Fachfrau-Ausbildung dann in eine Schule der höheren Fachschule zu kommen, wo man auch einen Tertiärabschluss hat. Diese Möglichkeit gibt es heute und das begrüßen wir sehr. Das ist
Perspektive gibt. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, oder sind wir der Meinung, dass ein Tertiärabschluss A oder B notwendig ist, um soziale Arbeit im Sinne, wie wir es als Professionsverständnis haben, unausweichlich ist. Es braucht aber einen guten Skill- und Grade-Mix über alle Diplome, auf allen Berufsausbildungsstufen in der Praxis, um auch gute, auch qualitätsvolle soziale Arbeit zu leisten. Mhm. Vielen Dank. Also im Prinzip sehe ich das genauso wie Sie. Und für mich ist natürlich meine Rolle als Moderator, hier auch kritische Fragen zu stellen. Und da schließe ich vielleicht nochmal Frau Fischbacher-Schobelchen an. Das Thema der Projekt Mittel- und Oberschichtsfrauen. Wir haben ja zumindest, so wie ich das auch verstehe und gelernt habe, ein parallel laufendes Projekt, zumindest im deutschen, bundesdeutschen oder deutschländischen Diskurs, von Selbstorganisation von proletarischen Frauen, die sozusagen ihre eigenen Frauenschulen und ihre eigenen Schulen soziale Arbeit dann entwickelten, was dann im Zuge der in den 1970er Jahren dort entstehenden Fachhochschulen eingemündet ist in die staatlichen Fachhochschulen, aber so aus der Arbeiterschaft stammende Frauen, die ihre eigenen Schulen für soziale Arbeit gegründet haben. Haben wir eine ähnliche Tradition auch in der Schweiz, wo man dann auch anknüpfen könnte an den Diskurs von Selbstermächtigung, von Bildung, wo beispielsweise Menschen, die nicht unmittelbar den klassischen Zugang haben zu einer Fachhochschule, gleichwohl den Zugang zu Fachhochschulausbildung haben. Haben wir so eine Tradition auch hier in der Schweiz? Ich würde nicht sagen, es gibt diese Tradition ganz genau, aber es gab immer Möglichkeiten, im sozialen Bereich einzusteigen über andere Kanäle, über andere Aufgaben oder in andere Gebiete. Also von daher gesehen haben wir durchaus verschiedenste Möglichkeiten, aber im Grunde genommen, glaube ich, waren alle stolz, auf der Fachhochschulebene angehoben zu werden. Und dann ist es klar, dass sich darunter und daneben noch anderes wiederum bildet, was dann wiederum eingeschlossen wird. Weil wird beispielsweise in Bezug auf die Sozialpädagogen, da war ja in den 80er Jahren, 70er Jahren, da war die Ausbildung eine ganz andere. Da gab es verschiedene Ausbildungen, insbesondere für den Heimbereich, oder? Und die wurden aber inzwischen auch professionalisiert. Und wie weit es da Möglichkeiten gibt, unterhalb der Fachhochschulausbildung sich ausbilden zu lassen. Also es gibt welche, aber ich kann sie nicht genau definieren und ich wüsste jetzt auch nicht ganz genau, wo sie dann sind. Aber es gibt überall eine Menge verschiedene Möglichkeiten. Gut, vielen Dank. Eine letzte Frage aus dem Chat und dann wollen wir auch zum Schluss kommen. Ich habe hier die Anweisung, ich darf zwar minim überziehen, aber auch nicht bis Ultimo. Und insofern möchte ich gerne die Frage von Samuel Nussbaum nutzen, um Sie alle vier, euch alle vier nochmals zu Wort kommen zu lassen. Denn er fragt eine Frage, die glaube ich, für alle eine gewisse Spannung hat, nämlich welche Fragen oder Themen stellen sich denn aus Ihrer Sicht für die heutige Zusammenarbeit von Ausbildungsorganisationen, also wie beispielsweise der ZHAW und anderen, und dem Berufsverband? Also wo sehen Sie da Chancen, wo sehen Sie da Perspektiven, was Zusammenarbeit Ausbildungsorganisationen und Berufsverband angeht? Vielleicht beginne ich bei Frau Fischbacher. Sie waren gerade dran, machen Sie doch gerade weiter. Aber ich würde eigentlich die Frage lieber an Stefan Böscher weitergeben. Dann geben wir sie an Stefan Böscher weiter. Gut, vielen Dank. Also dort würde ich sehr gut anschließen, und zwar die Zusammenarbeit mit den Fachhochschulen und auch höheren Fachschulen. Das ist uns ein großes Anliegen, wollen wir auch verstärkt in die Zukunft angehen. Insbesondere denke ich, wo es wirklich Anknüpfungspunkte gibt, die wir vermehrt nutzen können, sind bei Forschungsprojekten. So wie wir es jetzt nicht mit der ZHAW, aber mit der FHNW gerade machen konnten, mit der letzter Woche publizierten Ergebnisse zur Studie zu den Auswirkungen der sozialen Arbeit während der Corona-Pandemie. Ich denke, das sind solche, wir waren da Finanzgeber und haben den Auftrag an das Institut gegeben und gemeinsam den Fragebogen entwickelt. Ich denke, das sind Aufträge, die wir sehr gerne und vermehrt auch in Zukunft machen wollen, wenn wir den Anspruch haben, dass wir nicht nur die Ausbildung, die soziale Arbeit sich auf Empirie stützt, sondern auch der Berufsverband ist dieser essentiell. Und vielleicht gibt es ja mal eine Zusammenarbeit mit einem Institut der ZHAW, was mich freuen würde. Das glaube ich sehr gern und den Ball nehme ich gerne auf, beziehungsweise gebe ihn weiter an meine Hochschulkolleginnen Manuela Keppeli und Nadja Ramsauer,
Wo seht ihr zukünftige Perspektiven zur Zusammenarbeit aus Hochschulperspektive mit Berufsverband, mit dem Berufsverband? Vielleicht beginne ich mit Nadja und schließe dann mit Manuela, denn du bist ja wirklich auch in dem Forschungskontext darin. Nadja, siehst du Perspektiven aus deiner historischen Arbeit heraus? Ja, also da würde ich ganz als Historikerin argumentieren. Ich erlebe die Studierenden als extrem interessiert an ihrer eigenen Professionsgeschichte. Und ich meine, wir haben jetzt heute Abend verschiedene Persönlichkeiten nur gerade angetippt, die seit den 70er Jahren eine wichtige Rolle gespielt haben. Da gäbe es ein enormes Potenzial für Forschung und da genauer zu graben, wer die soziale Arbeit geprägt hat mit Oral History Projekten. Also ich würde da ganz viele Möglichkeiten sehen, das Jubiläum genau, so wie es hier auch eingeblendet wird, das weiter zu verfolgen. Vielen Dank, Manuela. Ja, also ich sehe insbesondere auch so der Einbezug der jüngeren Generation der Studierenden. Also das ist für mich ein Thema, das immer wieder auch offen diskutiert wird in meinen Vorlesungen. Welche Rolle spielt oder soll der Berufsverband auch spielen? Und es ist wirklich, finde ich, auch immer sehr interessant, wie wenige, muss man wirklich auch sagen, aktiv sich beteiligen und auch überhaupt Mitglied sind im Berufsverband. Und das finde ich schon ein zentrales Zukunftsthema, also in Bezug auch nochmals auf die Frage der Organisationsmacht. Denken wir an die Wirtschaft mit einem Berufsverband, der sehr eine große Machtstellung hat und viele Arbeitgeber zum Beispiel auch mit einbezieht. Also so die Stellung und auch wie gelingt es, einen Berufsverband zu prägen, der eben auch für die jüngeren Sozialarbeitenden und Sozialarbeiter wie eine Selbstverständlichkeit wird. Man ist Mitglied, man engagiert sich. Man sieht auch im Berufsverband eine Organisation, die junge die Sozialarbeitende zum Beispiel auch fördert im Sinne der Professionalisierung. Das ist für mich ein zentrales Zukunftsthema. Danke, Manuela. Und damit kommen wir zum Schluss. Ich möchte gleichwohl Frau Fischbacher-Schubildgen nochmal um eine Stellungnahme bitten, nicht auf die gleiche Frage, sondern so von, wenn ich mich so anschaue oder uns so anschaue hier in der Gruppe, sind Sie diejenige, die wirklich am meisten auch erlebte Geschichte mitbringt aus Ihrer Biografie heraus. Und Sie würde ich gerne zum Schluss bitten, wenn Sie heute mit jungen Studierenden sprechen oder wenn Sie sich vorstellen, Sie haben junge Studierende, die den Beruf der sozialen Arbeit ergreifen wollen, vielleicht im ersten Semester hier bei uns sind, und oder mit dem Bachelor ins Berufsfeld gehen, was würden Sie den jungen Kolleginnen und Kollegen aus Ihrer Erfahrung mitgeben? Was wäre eine wichtige Botschaft, die Sie an die jungen Kolleginnen und Kollegen senden möchten? Ja, meine wichtigste Botschaft wäre, machen Sie mit. Machen Sie mit bei diesem Berufsverband und nutzen Sie die Möglichkeiten, die Kontakte, insbesondere auch internationale Kontakte, weil in der Schweiz sind wir zu Hause sozusagen. Aber herhören, woher kommen die anderen und wohin kann man gehen? Ich denke, das ist über den Berufsverband ausgezeichnet möglich. Und ich finde, es lohnt sich, weil man selber damit einen Weg macht, der ein Stück weiterführt. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Jetzt bleibt mir nur noch hinüberzuleiten in den vielleicht etwas entspannteren, gemütlicheren Teil, sofern das geht, online des heutigen Abends. Wir haben eine Apero-Plattform, leider ohne virtuelle Apero-Häppchen, aber gleichzeitig die Möglichkeit des Vernetzens, um miteinander ins Gespräch zu kommen, lanciert. Und zwar sehen Sie hier im Internet, also sehen Sie hier die Folie eingeblendet mit dem Kurzlink, der wird auch gleich nochmal in den Chat gepostet. Wenn Sie gerne noch mit uns und mit allen Teilnehmerinnen, die heute hier anwesend sind und auch mit allen Gästen ins Gespräch kommen, dann besuchen Sie uns doch auf WonderMe. Das ist eine Plattform, wo wir uns jetzt gleich ganz zwanglos weitertreffen können. Bitte denken Sie daran,
WonderMe funktioniert nicht so gut mit Mobilgeräten, sondern eigentlich nur mit klassischen Browsern, also im klassischen Computer-Setting, Laptop und ähnliches. Bitte denken Sie daran, wenn Sie auf WonderMe gehen, gleich zunächst Zoom zu verlassen, weil die Kamera und Ihr Mikrofon werden sonst von Zoom gebraucht und Sie brauchen es auf WonderMe, damit wir uns da sehen und unterhalten können. Wenn Sie technische Probleme haben, kommen Sie wieder zurück auf Zoom. Den Link haben Sie ja. Dort wird technischer Support für Sie sein und Ihnen helfen bei Bedarf, dass Sie es auch auf Zoom finden und uns wir dort zum informellen Austausch wieder treffen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen auf WonderMe. Ich danke allen Referierenden und Diskussionsteilnehmenden und ich danke Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmern, für Ihren Besuch und Ihr Zuhören und Ihr Mitdiskutieren im Chat. Bis später auf WonderMe oder auf Wiedersehen in anderem Ort hier an der ZHAW. Machen Sie es gut. Ade miteinander.